Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Es steht an Wheel Spin und mit dabei heute haben wir Andy, Acid Burn, Bluto Kaskade, nur 24 Stunden Racer, 0 und Nix, Ares, Bombe, Max Jager, Kuru, Gelber Wurm und Snow. Grüßt euch. Hallo. 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 Ja, ganz ungewöhnlicher Tag heute. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wollten wir euch nochmals eine Multiplayer-Folge bescheren. Und nachdem wir ja in den letzten beiden Tagen CVR gezockt haben, wie schon gesagt, machen wir heute mal Wheelspin. Kann man auch mal wieder machen. Wir machen mehr oder weniger das ganz normale Format. Einzige Änderung ist heute, da war der Weihnachtsmann ziemlich nett. Oder das Christkind oder wie auch immer. Wir dürfen ein Spin mehr drehen. Ja? Statt drei Spins dürfen wir vier Spins drehen. Beziehungsweise beim Joker statt zwei Spins sind es dann drei. Ja, ich würde sagen, let's go. Und dann gucken wir einfach mal, was dabei so rauskommt. Oh, ich habe 488 Drehungen übrig. Wenn da jetzt kein 488, ne? Das Dumme ist ja, man muss ja das Fahrzeug verwenden, was man zieht. Und ich will das nicht verwenden, was ich gerade gezogen habe. Das ist gut. Den nehme ich. Wie sagst du, es ist? Ja, ich füge ihn mal hinzu. Ich weiß ja nicht, ob ich ihn wirklich jetzt gleich nehmen muss. Den bitte gib mir ein anderes so Auto. Oh nein. Wie war das denn bei blauen Kleidung? Ja. Da gibt es so eine schöne Tabelle. 30k. Warte mal. Komm jetzt. Ja. Du brauchst Eva, mindestens einen freien Platz, um zu drehen. Nein. Gib mir bitte ein gutes Auto, was Eva, mir wert ist. Eva, also meine Forza Edition muss man auch benutzen, oder? Forza Editions haben wir, glaube ich, verboten, oder? Ich bin auch zufrieden. Ja. Okay, dann muss ich das Ding verkaufen. Also den Wert kriegst du aber. Also die sind ja relativ wert, also deswegen. Boah, jetzt muss ich echt überlegen, will ich den fahren oder nicht? Okay. Will ich den fahren oder nicht? Problem ist, wenn ich jetzt Jokere, sehe ich, dass ich weniger Budget habe und kein Auto. Und deswegen, ich glaube, ich lasse es mal so. Ich bleibe bei dem Fahrzeug. Wird schon lustig werden. Andi baut auf Straße auf, dementsprechend kommt Offroad dran und Joker. Das Fahrzeug perfekt. Ja, ja, ich baue auf Straße auf. Weißt du was, ich behalte den Wagen auch, weil ich meine, ich kann V8 einbauen und dann reicht mir. Okay. So. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, können alle schon mal zu ihrem Wunschhäuschen, Festival, was auch immer gehen. Und dann hat jeder wieder 15 Minuten Zeit, sein Fahrzeug aufzubauen, zu tunen, zu designen, Probe zu fahren, was auch immer. Und dann sehen wir uns gleich hier an alter Stelle wieder und dann schauen wir mal, wer was hier gezogen und aufgebaut hat. Ja, also ich sag mal, um das Tuning-Budget brauchen wir uns heute keine Gedanken machen. Tatsächlich den Subaru, den wir gezogen haben, ich meine, ich kann ihn LS swappen. Und ich meine, wenn ich das mache, dann könnte das eine ziemlich böse Granate werden. Deswegen bin ich mal sehr gefallen. Wenn ich mich vertan habe, by the way, dann war das immer noch die bessere Option. Ich habe jetzt mal prophylaktisch auch den Joker gemacht, so zwischen den Cuts gerade, so What-If-mäßig. Das wären irgendwie $50.000 Budget oder was gewesen. Also das hätte mir nichts wirklich gebracht. Ja, genau, erstmal in die Optik alle reingehen. Andi, das ist natürlich immer ein guter Plan. Okay, ich meine, mit dem LS kriege ich sogar mehr Power insgesamt raus. Ich weiß es aber gerade nicht hundertprozentig. Wir testen mal beide einfach. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich glaube, der LS schafft mehr. Mal gucken. Also der klingt auf jeden Fall geiler. Da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Ja, LS geht auf jeden Fall auf 1000. Warte, was haben wir hier? 1000, 971, 850. Da geht mit LS auf jeden Fall mehr, oder? Also sehe ich eigentlich kein Szenario, in dem das nicht passiert. Oder ich überschätze gerade die Power des LS. Vielleicht geht da doch nicht so viel. Mal gucken. Ich meine, 1000 PS ging. Ja. Ja, doch. Auf jeden Fall ein bisschen mehr Leistung, deutlich mehr Drehmoment. Und vom Gewicht tut sich nicht viel. Deswegen den sollten wir auf jeden Fall nehmen. Einfach aus Prinzip im Zweifel. Wenn es nicht mehr ist, dann schon wenigstens aus Prinzip. Wir nehmen die Offroad-Reifen. Denn das Ganze hier wird ein Offroader. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, aber ich habe da Bock, mal einen Offroader zu fahren. In CVR, genau. In CVR will ich auch einen Offroader fahren, aber
Nee, da geht das leider nicht. Ja, Spur holen wir mal ein bisschen raus. Dann Aerodynamik. Ich komme nicht rum, es tut mir leid. Machen zumindest die Flaps ran. Und die Scheinwerfer. Geil. Traumhaft schön, traumhaft schön. Von den Teilen her wird es gar nicht so unendlich kompliziert werden, würde ich jetzt mal sagen. Und mal 8-Gang-Getriebe rein. Rally-Differential. Gut, sind wir ehrlich, ob Rally oder Renn-Differential macht keinen Unterschied, wenn ich die Einstellung richtig mache. Krass, der geht nicht in S2 rein. Huh. Hätte ich tatsächlich gedacht, aber na gut, dann halt nicht. Okay. 57%. Warte mal. 1,357. Ich möchte jetzt mal trotzdem nochmal kurz zumindest gucken, ob sich vielleicht irgendwas ändert an der Gewichtsverteilung. Einfach wirklich rein aus Interesse. Weil ich glaube halt nicht, dass wir zwingend 1000 PS im Gelände brauchen. Und wenn dann halt der GT3-RS-Motor die bessere Wahl ist, dann wäre der ja auch nicht schlechter. Guck mal, wir haben zumindest eine leicht bessere Gewichtsverteilung, aber ne, vom Gewicht her tut sich da wie gesagt nicht viel. Also, ich meine gut, wir können auch den Motor nochmal kurz testen, aber ich glaube, da geht noch weniger. Also das würde mich doch arg irritieren, wenn hier mehr drinnen wäre. Ja. Nee. War mein Initialinstinkt der richtige? Okay. Das ist doch auch mal gut zu wissen. Ja, okay. Biturbo ist auf jeden Fall auch die beste Wahl. Wir hauen aber mal rein an Leistung. Ich glaube, sofern ich das Gaspedal kontrolliere im Gelände, sollten wir damit Spaß haben. Und es geht uns allen natürlich nur um den Spaß, nicht ums Gewinnen. Nein, nein. Also, ne, wie gesagt, solange ich halt einen Wagen habe, mit dem ich gut klarkomme, dann bin ich happy. Auf der Straße wird das Ding halt ein Grauen zu fahren und ich weiß ganz genau, wir werden heute nur auf der Straße unterwegs sein, aber naja, gut, das passiert halt, ne. Da machst du nichts. Haben wir noch leichtere Felgen eventuell? Wenn ich das richtig überschlage, ja. Das ist nur die Frage, ob wir auch leichte, schöne Felgen haben. Wenn nicht, dann, hey, ganz ehrlich, auf die 7 Kilo ist geschissen, aber wäre schon schön. Nennen sich einfach Gram Lights und sind dann nicht mal light. Das ist ja kriminell. Hm, die finde ich ganz schick. Müssen wir halt noch umlackieren, aber ansonsten geht damit einiges. 104.000, ich habe nicht mal die Hälfte von meinem Tuning-Budget aufgebraucht, ne? Krass. Also ja, nicht der beste Wagen, aber wahrscheinlich auch nicht der schlechteste, den ich hier hatte, könnte ich mir vorstellen. Ja, wobei für Wiesbaden ich schon gern ein bisschen Topspeed. Warte mal, wir gehen auf 9-Gang-Getriebe. Wir gehen auf ein 9-Gang-Getriebe, dass ich einfach den hinteren Gang, den 9. Gang wirklich für Topspeed einfach verwenden kann und die ersten 8 halt für Rally. Ich glaube, das ist die bessere Wahl. Genau, jetzt kann ich das Getriebe auch gerne ein bisschen länger stellen. Und das funktioniert dann im Idealfall. Hoffe ich jetzt mal. Wir brauchen natürlich gleich noch ein schönes Design. So. Also an dem Design führt ja kein Weg dran vorbei, das wissen wir. So, Zugstufenhärte bei Rallye-Fahrzeugen in Forza Horizon 5 relativ hart im Verhältnis. In Horizon 4 war das ja noch nicht so krass. Wir brauchen, ich glaube schon, dass wir ordentlich Downforce brauchen. Vorne und am Heck. Wie gesagt, ein Straßenwagen ist das Ding eh nicht. Deswegen kümmern wir uns auch gar nicht darum, wie der Wagen sich auf der Straße fahren soll. Wir gehen mal 77% aufs Heck. Das sollte dann passen. Jetzt noch ein schönes Design, komm. Es ist ein Subaru, der hat doch schöne Designs. Hm, okay.
STI Nardo, aha. Gut, das ist halt Klassiker. Wie sieht denn das aus? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also STI Nardo kenne ich tatsächlich. Ist das irgendeine Special Edition vom WX? Das könnte sein. Klingt zumindest jetzt so auf den ersten Moment. Was ist das hier? Raytracing steht da, glaube ich. Ey, die Türen und Haube sind leicht umlackiert. Ich bin kein Fan von der Felgenfarbe tatsächlich. Warte mal. Ich bin in der Grundlage ein Fan von dem Halbmatten. Also von dem halbglänzenden Schwarzton. Oder Grauton besser gesagt. Da bin ich in der Grundlage ein Fan davon. Warte mal. Das kriegen wir hin. Aber mir haben die Felgen nicht wirklich gefallen. Aber warte mal, will ich denn hier unten? nee, hier, oder? Ja, halbglänzend. Ich will schon die Farbe rausnehmen aus dem Laden hier. Ja. Nehmen wir mal so hier. Und in der Felgenfarbe. Kann einfach so bleiben, ne? Ansonsten in der Felgenfarbe. So ein halbglänzendes Messing eventuell. Oder so halbglänzendes Alu potenziell. Warte mal, wenn man das eventuell so ein bisschen gülden einfärbt. Nee, da kriege ich nicht hin. Richtig schön. Nee, nehmen wir das, würde ich sagen. Das passt. Soweit, so sinnvoll. Ich bin jetzt sehr gespannt. Wir müssen wahrscheinlich noch ein paar Sachen am Feintuning einfach rumschieben, aber ich glaube, wir haben hier nicht den schlechtesten Wagen, den ich hatte. Sagen wir mal so. Na, okay. Okay, kann gut bremsen ohne Lockups. Sehr gut, das ist wichtig. Ja, doch, das fühlt sich sinnvoll an. Das fühlt sich jetzt auf den ersten Metern sehr sinnvoll an, tatsächlich. Ja, doch. Ich bin happy. Ich bin happy. Ich brauche nicht viel, um zu merken, ob der Wagen mir gefällt oder nicht. Und die Lichter vorne gehen an, wenn ich auf die Bremse steige. Auch gut. Ne, und ich bin happy. Auf jeden Fall. Also damit kann man arbeiten. Ich würde damit sagen, wir sehen uns jetzt nach dem kurzen Cut wieder und gucken uns mal an, was die anderen so aufgebaut haben. Wunderbar, da steht die bunte Pracht und wir beginnen direkt bei Lightning McQueen. Könnte man zumindest mal meinen vom Design her. Ne, wir beginnen bei 00 Nix. Ja, genau, also ich hatte 300.000, habe mir dann für 110.000 die schöne Corvette geleistet, dann noch einen schönen V12 reingebaut, damit ich auch über 1.300 PS habe. Genau, auf 1,4 Tonnen, ja, fährt sich mittlerweile ganz ordentlich. Durch die Hilfe von Lorenz. Ah ja. Tuning-Tipps ausgetauscht. Ja, okay. So, okay. Snow. Ja, ich hatte gejokert. War keine gute Idee. Stehe ich hier mit einem verrosteten Nova, der gefühlt nichts kann, außer nichts. Und ja, ein bisschen was am Motor gemacht, ein bisschen Reifen, aber ich erwarte nicht so viel von diesem Wagen. Aber immerhin kann er nichts.
Ja. So mehr als. Und etwas. Rosten kann er. Ja, eben. Nur 24 Stunden Racer. Ich hatte tatsächlich gar nicht so viel Geld, aber mit zwei Autos als Basis hatte ich halt eben den GTR als gutes Basis und mit meinem anderen Auto noch genug Geld, um ein bisschen was reinzutunen. Ich habe leider nicht vierstellig die PS geschafft und fahren tut er sich auch nicht so gut, wahrscheinlich wegen den Tuning-Einstellungen von mir. Oder den Geländereifen, man weiß es nicht. Ja, werden wir wohl herausfinden müssen. Ja, im gelben Fahrzeug sitzt der gelbe Wurm. Hallo. Ja, ich hatte in meinen Spins insgesamt 700.000. Da war dazwischen tatsächlich noch ein Firebird, aber in der Forza Edition. Und habe mich dann für einen GT2 RS entschieden mit einem Vollaufbau und Breitbau mit dem Serienmotor. Alles klar. Dann Kuro. Ja, mit einem ganzen Budget von ganzen 2,2 Millionen habe ich mir gedacht, ich mache den Andy Way of Life und nehme ein Auto, was man normalerweise nicht sehr oft sieht. Und da das Auto relativ neu ist, habe ich mir gedacht, ja, hey, wenn ich die Chance habe, nehme ich das auch. Also, ja, Vollaufbau und läuft. Ja, das glaube ich dir. Ja, ich dachte mir, Wheelspin ist ja eigentlich immer so ein Gladiatorenkampf. Nicht unbedingt mit euch, sondern vielmehr, werden die Server funktionieren oder nicht. Deswegen habe ich mich natürlich für den Gladiator hier entschieden. Nein, Quatsch, den habe ich als allererstes gezogen. Ich hatte jetzt nicht groß eine Wahl, außer zu chokern. Aber, sagen wir ehrlich, hätte ich gechokert, wäre es richtig schief gegangen. Ja, ist ein Vollaufbau, ist ein Funko-Motor drin. Dementsprechend an der Leistung mangelt es nicht. Fahrbarkeit steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Acid, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe mit meinem zweiten Spin, den ich gezogen habe, oder beziehungsweise da habe ich diesen wunderschönen Ranger T6 hier gezogen. Und ja, nachdem das, dann musste ich halt auch das Fahrzeug nehmen, weil der dritte Spin war ein Mazda MX-5 und der war halt ein bisschen günstiger, nicht wahr? Und insgesamt hatte ich dann ein Tuning-Budget von 52.500. Ich habe 52.2 reinbekommen, die Karre. Und ich habe wenigstens drauf geschaut, dass der Motor mit Turboladen und allem drum und dran voll aufgebaut ist, aber mehr wie ein bisschen über 700 PS ist da nicht rauszuholen. Schauen wir mal, was passiert. Alrighty, Pluto. Ich hatte insgesamt 220.000 zur Verfügung. Und ja, dann wird es hier die Viper mit einem Vollaufbau eigentlich soweit. Mal gucken, was es wird, gerade Offroad. Alles klar. Max. Ja, also ich hatte einmal. Ich hatte 200.000 insgesamt Budget, habe mir die Corvette Stingray geholt, die voll aufgebaut, so viel wie reingeht, Dirtreifen, damit wenigstens etwas im Gelände noch drin ist. Gehen ja eigentlich auch ganz gut auf der Straße. Ja. Okay, Bombe. Ja, Huracan Evo, da aus dem Aventador geklaut, zwei Turbolader drauf und Kippin. Insgesamt 485.000 Tuning-Budget gehabt, oder insgesamt Budget gehabt. Mal gucken, was dabei rauskommt. Alles klar. Andi? Ich habe den Subaru bekommen, hatte genug Geld für einen LS-Swap und das hat mir dann gereicht. Ne, also ist LS-Swap Vollaufbau. Und Offroad? Also, tut mir leid an alle, die einen Offroad-Aufbau haben. Ja, Rechnung kommt. Ne? Super. Ares? Jo, also ich hatte ein Budget von 430.000, dann habe ich mir den 488 geholt und Vollaufbau und ein bisschen auf Gelände, also Geländereifen, nicht Sportfahrwerk rein, sondern das normale Fahrwerk bzw. das Rennfahrwerk. Also nichts Rennfahrwerk, so, ja. Ja, was man so macht mit einem genau. Ferrari ins Gelände aufbauen. Ja, wunderbar. Dann wollen wir die Dinger natürlich auch in Action sehen und deswegen steht als nächstes das Track Race an. Aber vorher tauschen wir noch die Fahrzeugschlüssel aus, oder? Hätte ich gesagt, so ein bisschen Roulette. Sonst wird ja mal höchste Zeit. Beschenken ein wir uns mal Jahr hat es gedauert. Und ja, da würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich am Trackstrip in vielleicht neuen Fahrzeugen. Also für die ganzen Zuschauer, die nicht verstehen, was jetzt gerade los ist. Ja, seit Beginn des Wheelspin-Formats ist immer der Zufallsgenerator mit der Switched Edition mit dabei. Ja, und der hat immer Nein gesagt. Außer heute, zu Weihnachten. Sagt er ja. Finde ich lustig. Willst du verarschen, oder? Ja! Und deswegen, das heißt, also Klartext nochmal an alle Zuschauer, Switch Edition bedeutet, der Zufallsgenerator lost jetzt quasi aus, wer welches Fahrzeug bekommt.
in der Vergangenheit war es nicht selten so, dass man sogar das Fahrzeug behalten durfte, aber manchmal wurde auch gut durch rotiert. Und deswegen, wir sehen uns an der am Track-Strip wieder mit entsprechenden neuen oder alten Fahrzeugen. Ja, ich kann verkünden, dass niemand sein Fahrzeug behalten durfte. Jeder musste die Schlüssel abgeben und ein neues Fahrzeug steigen. Dem einen Freud, des anderen Leid, würde ich jetzt einfach mal sagen. Können wir hier beenden? Nein. Bitte. Oh. Jo, der Nissan. Bitte kann ich mein Auto steigen. Was geht denn mit dem Gladiator ab? Ja. Mit dem Motor hat er 1700 PS oder so. Das stimmt. Weiß nicht, 1,5, 1,6, irgendwas in dem Dreh. So. Was? Was? Bitte? Der Funke-Motor. Ja, der 1700 PS und 2000 Newtonmeter Drehmoment. 1,7 war es doch, okay. Ja. Ja. Und das Getriebe ist sehr kurz am Anfang. Also, das kann ich schon mal mitgeben. An gelber Wurm war es, ne? Mein Gladiator bekommen hat, genau. Also, es hat mich dann doch gewundert. Also, nicht wundern, wenn wir vielleicht jetzt gleich Gelände fahren. Nicht unnötig hochschalten, sondern ruhig mal ihn in den Drehzahlbegrenzer lassen. Das ist schon. Okay, alles gut, werden wir eh nicht. Ach so, stimmt. Weil. Warum? Was fährst denn du jetzt? Auch ein Offroader. Also, dann ist klar. Ja, wenn natürlich das so bleibt. Aber. Naja, egal. Ich los jetzt einfach mal aus und dann gucken wir einfach mal, wo denn die erste wirklich richtige Disziplin hingeht. Und vielleicht hat Andi mal wieder gut orakelt. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen. Ja, nicht ganz, Andi, nicht ganz. Hey, ich beschwer mich nicht. In dem Fall. Ja. Also noch nicht. Oh, ich habe Angst vor Kurve. Oh, da gehen wir erstmal gut hier rein. Oh nein. Oh geil, es gibt auf jeden Fall Burst Nitro. Es gibt auf jeden Fall Burst Nitro. Ah, falsches Spiel, verdammt. Erstmal den ersten Checkpoint verpassen. Digga, ich hab keine Ares. Also hat sich also überschlagen, Digga, was soll das? Alter, hab ich einen Vogelgezwitscher hier in dem Huracan, das ist ja richtig. Ja, ja. Ganz verrückt. Deswegen hab ich, glaube ich, gedacht, ich spiele Need for Speed, ne? Kennt man ja normalerweise hier nicht. Also ich muss sagen, da. Den regt er bei der Aufladung ganz nach rechts geregelt. Ja. Der ist da, was du meinst, wenn ich hier war, hast du vorne geguckt. Das ist sowas, das würde ich mir auch tatsächlich im Vorhinein wünschen, dass man so ein bisschen selber an den Sachen umtweaken kann. Wobei ich das in Anbauen tatsächlich gar nicht mehr nutze. Nein. Das habe ich in Heat oft gemacht, aber in Anbauen gar nicht. Man vergisst es halt oft. Andi, da war ein Checkpoint. Ach Gott. Niemals. Oh, die Corvette ist echt im Querfeld ein ultra komisch zu machen. Ja, Chevrolet, ich hab's nicht im Offroad getestet, das tut mir echt leid. Also ich bin mir beide. Was hast du denn für ein Fahrwerk beim Huracan eingebaut? Rennfahrwerk und hochgelegt. Okay. Der stellt sich echt gut an, muss ich sagen. Ich glaube, da hilft halt die Forza Aero ziemlich krass mit. Die fährt auch der 488. Ja, ganz gut, wenn man nicht die Checkpoints müssen würde. So, komm auf den letzten Meter. Nein, kurz vor Schluss mache ich den Fehler. Schade. Bitte nicht, das Ding dreht sich immer so schnell weg. Egal. Uru scheint es da vorne gut zu gehen. Ja, das wird heute ein Ritt. Aber fährt auch sehr gut. Ein knappes Ergebnis, was erst doch eine. Ich komme nicht mal ins Ziel. Ja, Ares tut mir ein bisschen leid. Ne, nicht Ares. Doch, Ares tut mir leid. Aber Ludo ist der mit niedrigem Index. Okay. Tut mir auch leid. wir haben jetzt gewonnen. Blau oder rot? Blau. Rot. Yeah. Blau und rot. Wenigstens mein Team. Mein Team macht es. Schmutz. Schmutz. Also das geht ja gar nicht. Schränkt euch mal mehr an.
Ja gut, dann gucken wir doch mal, wo uns die zweite Veranstaltung hinführt. Und ja, mal gucken, ob dann Team Rot ausgleichen kann oder Team Blau das Ganze entsprechend ausbauen kann. Ein Sprint den Berg hinauf. Das ist auf nasser Fahrbahn. War knapp, Bügel. Ja, war fast so. Ah. Oh, ja. Okay, nasse Fahrbahn mag ich nicht. Ja, da kam was anderes. Also, der Ferrari mag nasse Fahrbahn nicht, das habe ich vorhin schon festgestellt. Ey, der Porsche geht ganz gut auf der Straße. Da kann ich mich echt nicht beklagen. Meine Testfahrt auch im Nassen auf der Straße war. Und deshalb tut mir Andi gerade leid. Das größte Problem, was ich habe, ist, dass das Getriebe 7 Kilometer lang ist. Ja. Warum hast du dich... Warum? Ja, manche stellen das Getriebe nach Drehzahl ein, manche nach Kilometer. Ja, so ja. Viertelmeile im ersten Gang. Nein! Tatsächlich hat der einfach unten noch so einen Wumms gehabt, dass wenn das Getriebe... Also, kürzer, also ich habe es erst kurz versucht. Hab halt gemerkt, dass der zu viel Wumms und Raum hat und dann halt direkt im Gang sein. Ja, aber dann kannst du ja den ersten Gang länger machen. Das muss ja nicht auf 2, 3, 4, 5 sich auch noch auswirken. Die habe ich ja verhältnismäßig wieder kurz gemacht, aber im letzten Gang war dann auch und die gingen immer ein bisschen. Das Tuning ist nicht Andy Knight approved. Oh no. Also in Kurven gefällt das Ding ja doch. Ich verschieße, habe ich überhaupt nicht bekommen. Und ja, wenn man so, ich bin bisher noch nicht im dritten Gang rausgekommen. Ja, genau. Ja, gut. Das Ding hat halt auch 400 Spitze und hat nur 6 Gänge. Als wenn jeder Gang. Das dürfte beim Plädier anders sein. Zu lang wird. Dürfte die Gänge anders sein. Also, Snow durch ist das beste Beste. Also, er geht schon auf Straße, geht ja schon ganz gut. Geht schon gut. Ja, ich hab. Vergessen, oh, scheiße. Hugo, Alternative Linie oder was? Ray, meinst du, dass er den einen Gang, der Grip hat? Ist das eigentlich so hinter deinem Fahrzeug herzumachen? Ich fahre mit meinem eigenen Fahrzeug her. Ich bin gerade ganz knapp davor. 00X hat ein Battle mit seinem eigenen Fahrzeug. Ja, nein, ich habe Checkpoint verpasst. Aber ich krieg das Auto echt nicht geil kontrolliert. Also, wir haben vollkommen unterschiedliche Tuning-Stile. Vollkommen unterschiedlich. Ja, bitte. Nein. Wir haben uns jetzt gegenseitig ge-Xboxt. Warum? Bist du ja, vorne? Keine Ahnung. Ich glaube, du bist noch vorne, oder? Das Rennen ging doch, in doch, drei Gängen zu Ende. Oder? Ja, doch, ich bin nach vorne, ja. Gerade so. Ja, klassisches GTR-Tuning, oder? Welches Team hat gewonnen? Team Rot. Damit steht es jetzt 1:1 der Ausgleich. Und damit steht auf jeden Fall fest, im dritten Event wird ein Team wieder die Führung übernehmen. Wie bitte? Ich denke, es steht 4:2. Bitte was? 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 Andi hängt noch in einer anderen Folge fest, glaube ich. Wir haben für die Folge wieder resettet. Wir haben wieder bei 0 angefangen. Ach, sag das doch, Mann. Ja, dann haben wir 5:3. Ja. Ja, perfekt. Wunderbar. Und das nächste Event ist auch schon ausgelost worden. Und wo es da uns hinführt, das ist, schauen wir uns jetzt mal an. Damit Andi endlich auch mal in den vierten Gang kommt, stürzen wir uns jetzt einfach in die Bergrunde. Gehört, es soll helfen, höhere Gänge auszufahren. Wo möchte ich denn kommen? Erwarte einen Lagebericht. Ja, gibt's Live-Report. Gang 4. Nice. Oh, 5. Alles erreicht. Okay, ich denke leider an Beginn. Ja, guck mal, und jetzt ziehst du allen davon. Ne, mehr als 5 wird's auch nicht, den 6 brauche ich nicht. Und nicht Checkpoint verpassen, wenn ich was verpasst, ey. Das müsste ich so verzögern. Ich hätte gern einen 8. Gang. Ja, ich hab einen Gegenpendler gehabt, ansonsten wäre das ein Monster Drift geworden, du. Ja. Boah. Oh Gott. Tschüss, Guru. Wie ist das? Oh Gott, du wirst keinen Auge bekommen. Ich hab einfach nur überlegt. 8. Ja, also hast du versucht, so einen Hybrid-Aufbau zu machen, sag ich mal, so ein bisschen Straße, ein bisschen Offroad?
Nein, ich habe einen kompletten Offroad machen wollen. Ja. Nein, dass ich Geld übrig habe und auf das Whiteboard-Anbau. Trotzdem hat er auch ein Fahrwerk, sehr weicht drinnen, aber ich habe selbst im Testfahrt schon gemerkt, dass das nicht ganz gut, aber dann war halt leider schon eingebaut. Da habe ich ja auch ganz am Anfang gesagt, das ist irgendwie nicht so gut, vielleicht in meinen Einstellungen. Vielleicht liegt ein Whiteboard, der drin ist, weil mir da auch nicht so gut gefallen. Oh, das Wasser hat mich gekillt, ey. Dafür bin ich umso mehr beeindruckt, gut für dich. Schlagst. Ich krieg's echt nicht hin. Ich hab zwar kein Dirt auf, aber let's go. Das geht ganz gut hier. Warum? Ich weiß nicht, die Wipe-Up-Bahn so im Offroad ist gut. Oh Gott, Bremse. Was wäre ich? Da vorne alle zusammenhängen. Du beschwerst dich gar nicht über meinen Aufbau. Was war die Frage? Ja, das ist ja schon aufgegeben, was soll er da noch sagen? Du kriegst eine offizielle Beschwerde nach der Aufnahme. Hey Snowy, ja, ich bin Auto und jetzt zurück. Und hau mir nicht vor mir ab. Okay, ich hab den ersten Checkpoint dreimal verschossen. Ich hab den ersten Checkpoint dreimal verschossen. Eine Flugzeuge, was ist das gerade? Also guck auf meine Platzierung. Viel Kunden zu beschweren habe ich irgendwie doch nicht in der Lie. Ja, definitiv. Ja, die Corvette, ich krieg die einfach nicht irgendwie auf die Straße hier. Ich weiß nicht, im Gelände ist das Fahrwerk viel zu hart. Oh, ich hab's ins Ziel. Blick. Ich hab das noch weich gemacht eigentlich. Echt? Doch, ich hab das eigentlich das weicher gemacht. Du hast einen Hoppelhasen gebaut, das Ding hüpft von Bau zu Bau. Hoppelhasen, Uri. Ey, ich bin immer ins Ziel gekommen. Ja, wenn er genauso wie ein Hase Haken schlagen kann, dann ist das ja nicht schlecht. Unkontrolliert macht's das. Ja, immerhin. Jetzt muss man es noch kontrolliert hinbekommen. Gut, auf jeden Fall, Team Rot holt sich den zweiten Punkt und hat damit schon mal das Match Race beim vierten. Aber vielleicht gleich ja auch nochmal Team Blau aus. Wir schauen einfach mal, das vierte Event wird in diesem Moment ausgelost. Und ich sage jetzt schon mal, es ist was, das haben wir heute noch gar nicht gesehen. Jawollo, Straßenszene. Yay. Ja, ich merke, das Euphorie ist nicht so groß. Oh. Ich glaube, heute ist die Aufteilung Straße, Offroad, Offroad, relativ 50-50. Ich habe die gerade erwischt, weil der ist ohne Verbindung nach links abgebogen. Oh. Der bremst ja viel besser als gedacht. Also hätte CVR doch lieber stattfinden sollen. Ja. Wenn er einfach so abbiegt. Oh, komm rum. Nein, glaube ich, aber. Nein, jetzt bremse ich zu spät. Achtung, nicht zu weit springen. Ach, das ist doch Quatsch. Mit der viel Brücke mehr Burst Nitro, wenn man weit springt. Der Kante in der Brücke. Der Ernst macht der Warnung. Aber hier auf der Straße fühlt er sich nicht richtig gut, oder? Weil ich nicht. Ja, auf der Straße funktioniert die Corvette auch ganz gut. Merkst du was? Ja, gerade auf der Straße. Aber hier. Da geht er ab beim Bremsen. Also die Bremse müsste ein bisschen aggressiver sein. Aber das geht schon. Und haben die schon einen dritten Gang gefunden oder noch nicht? ich probiere drin einfach im ersten. Der ist auch nur. Nee, also. Ich glaube, ich habe ein, zwei Mal schon im vierten gebraucht, aus Versehen. Oh, die Kurve ist auch ein bisschen schneller als gedacht. Ja, wie gesagt, also wenn ich dir da einen Tipp geben darf, dann trotzdem Getriebe mit mehr Gang verwenden. Die unteren Gänge trotzdem relativ kurz stellen, weil du kannst einfach Short schöpfen. Wenn ihr dir wirklich unraus so viel Power hat, einfach direkt den zweiten Runde am Start, dann ist das auch gut. Dann hast du aber gesamt beim Fahrzeug einfach mehr Gänge, mit denen du spielen kannst und kriegst einfach gesamt eine etwas smoothere Übersetzung hin. Hab ich tatsächlich gar nicht dran gedacht, aber jetzt, wo du es ja, ich war Gänge normalerweise recht lang, aber wie, ich man kann einen Gang vorher schon hochschalten? Was? Das ist ja also frech. Fühlt sich der Gang da nicht gemobbt? Also, wenn er da nicht so voll... Voll ausgenutzt wird. Der Montag kalt, gib ihm 4,5. Bist du dann noch nicht zufrieden, gib ihm 7. Das ist eine Weisheit. So.
Ja, damit hat Team Rot das Ganze für sich entschieden, aber trotzdem fahren wir natürlich noch das fünfte Event, denn wie auf dem Pausenhof gilt natürlich, das letzte Event entscheidet. Und deswegen schauen wir einfach mal, wo es uns dahin führt und vor allem, was für eine Art von Disziplin es ist. Ja, zum Schluss gibt es nochmal ein Straßenszenenrennen, das heißt kein Grip-Dirt-Event heute. Naja, man will ja auch nicht zu viel verlangen, ne? Verkehr schon direkt abgeräumt. Die Tradition setzt sich fort, dass mehr Rennen gegenwärtig gefahren werden als dafür. Ja, wobei mir diesen zwei Grip-Rennen sah es erstmal zwischenzeitlich ganz gut aus, aber jetzt am Ende halt die zwei Szenenrennen. Verkehr. Verkehr war. Ja, sagen wir, du wirst für Ferrari das 2022 auch gut aus und dann ging wir ab. Alter, die Beschleunigung von Lorenz. Krass. Nein, da kickt einfach jemand Auto. Ja, ich will das gerade auch mit heute gegen meine eigene Karre verlieren. Das ist bei mir nicht schwer. Bei mir ist es einfach gegen die Ziele gewinnen. Also wenn ich kann gegen meine Karre gewinnen würde, wäre meine Karre scheiße. Nein! Ich will nochmal jemanden zitieren. Irgendwer hat ganz am Anfang gesagt, da hat man einmal Glück und dann ist switched. Ich würde sagen, da hat man einmal Pech und dann ist es sick. Ach Mann, was mache ich denn? Auch das Otto besuchen. Oh Gott. Ja. Ach, schon Passanten? Ja, habe ich gesehen. Du sollst schon mal das Fahrwerk testen im Gelände. Ja, klar. Er fährt zu mir am Tour. Die blaue Seite dran. Wo krieg ich noch? Hinten. Schade. Oben raus hat er doch mehr Leistung. Komm, komm da rum, komm da rum. Jawohl. Ja, den krieg ich noch. Komm. Ja. Ich hatte kurz Hoffnung, ich muss den fünften verwenden. Ich habe während dem Überholvorgang an die zweimal schalten müssen. Ja, ich auch. Ja, ja. Team Blau ist gewonnen mit 8500 Punkten. Ja, frag mal nur für zwei Schönracer, wie oft der schalten muss, der Arme. Ja, genau, ich hab keine Ahnung. Der schaltet eine Kurve so oft wie ich im Rennen. Ich schalte überhaupt nicht. Ja. Ah. Hast du nur 24 Stunden Racer einmal sich beschweren gehört, dass er im zu niedrigen Gang fährt? Ich nicht, Andi. Ja. So. Ja, das soll es gewesen sein. Endlich mal wieder auch, ja, nicht nur Switch natürlich, endlich mal wieder, sondern auch mal wieder eine Wheelspin-Ausgabe. Lang ist her. Ich hoffe, diese Sonderfolge am zweiten Weihnachtsfeiertag hat euch gefallen. Checkt auf jeden Fall die anderen Sichten in der Videobeschreibung aus. Und dann hören wir uns noch einmal in diesem Jahr in der Silvesternacht, beziehungsweise ja nicht in der Nacht, sondern am Silvestertag besser gesagt. Gibt es natürlich selbstverständlich auch nochmal eine Multiplayer-Folge. Und wenn alles nach Plan läuft, gibt es da auch was ganz Besonderes zu sehen. Aber mehr verrate ich an dieser Stelle nicht, weil ich weiß ja nicht, ob es auch klappt, so wie das, was wir vorhaben. Sei es drum, ich wünsche euch allen noch einen wunderbaren Rest-Weihnachtsfeiertag, beziehungsweise an die hier mit Aufnehmenden wünsche ich überhaupt ein frohes Weihnachtsfest, weil das liegt für uns hier ja noch in der Zukunft. Und dementsprechend, ja, bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.